Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, da sind wir wieder. In den letzten zwei Folgen haben wir hier am Schiff gebaut. Für euch waren die letzten zwei Folgen wahrscheinlich die letzten Tage. Für mich sind die letzten zwei Folgen aber auch wieder fast ein Jahr her. Ich habe nachgeschaut, im Oktober 2018 war das. Und wir haben gerade, also für mich ist es gerade Ende Juni 2019. Also dann doch schon sehr, sehr lange her. Es wird gerade auch hier dunkel. Es ist für mich erstmal wieder ungewohnt, hier in der Welt herumzulaufen. Ihr kennt das schon von den letzten zwei Parts, aber ja, ich erwähne es gerne nochmal. Ich habe Shader mit reingenommen. Und daher hoffe ich mal, dass wir das hier gut bezwingen werden. Unsere kleine Welt hier weiterbauen werden. Hier bangen wir ein bisschen herum. Gehen wir nochmal neu ins Bett. Dann bangen wir halt herum. Ist auch nicht so schlimm. Ich mache jetzt die Musik erstmal an. Daher... Ups. Das war mal wieder YouTube. So, jetzt hier. Die allerdings, also da. Ach, da ist sie plötzlich. Okay, gut. Dann let's go. Wir hatten ja noch unser Portal nach Hause hier. Und ab sofort soll es auch wieder mit Minecraft losgehen. Ich habe voll Bock. Für mich stehen jetzt die Sommerferien an. Und ja, Minecraft wird auch wieder so ein Projekt sein, wo ich über Real-Life-Themen sprechen werde und. Also freut euch darauf, schaltet auf jeden Fall ein und bleibt dran, das sage ich euch. So, wie gesagt, wir bauen hier so ein Schiff. Es sieht bisher noch nicht so sonderlich geil aus. Ich habe da auch mal eine Fackel hingesetzt. Ist meine letzte Fackel, interessant. Ja, die würde ich dann auch mal wieder mitnehmen. Wir haben hier Dynamic Lights. Generell, wir haben hier lauter Mods, womit wir schön arbeiten können. So, Eichenholz habe ich nicht dabei. Das heißt, ich muss erstmal dort hochfliegen mit unserem schönen Jetpack. Und ein paar Bäume abholzen. Müssen seit dem letzten Mal bestimmt ein paar gewachsen sein. Zwei Stück, wow. Zwei Bäume gewachsen. Uhu. Also ihr hattet fast ein Jahr Zeit, also... Okay. Na gut, holzen wir mal die Bäume hier ab. Boah, es ist so schön im Gegensatz zum normalen Minecraft ohne Mods. Man kann einfach hier den Baumstamm abholzen und dann fällt alles runter. So, ist der Baum ja gewollt? Der sieht irgendwie cool aus da oben. Lasse den mal. Vorsicht, da hinten ist noch ein Werwolf. Boah, ich muss mich jetzt daran gewöhnen. Zoomen ist jetzt auf der Steuerungstaste, so wie es ganz früher immer war. Ich habe mich das jetzt mit C so ein bisschen angewöhnt. Seitdem Optifine halt auf C ist. Aber wir zocken ja hier auf der 1.7.10. Bedeutet, ist noch eine etwas ältere Version. So, ruhig mal hier nochmal ein paar Bäume pflanzen. Ich weiß nicht, warum ich hier noch so wenig Bäume habe. Habe ich nur Knochen? Ja, da habe ich noch ein paar Knochen. Nochmal ein bisschen Knochenmehl verteilen. So, da noch ein Baum. Und hier noch ein Baum? Nee, keine Lust mehr. Schade. So, ach so, ich muss hier von ganz unten anfangen abzuholzen. Alles klärchen. Ich hatte ja damals auch die Tree Capital Mod mit drinne. Die habe ich dann rausgenommen, seitdem wir die Axt haben. Weil ich die Axt einfach geiler finde. So, haben wir. Ne, haben wir nicht. Oh, meine Schuhe sind schon fast. Also da ist fast die Energie schon runter. Und hier sind generell ein paar Monster. Das gefällt mir ja weniger. So, lebt es ja, wenn man keine Shader drin hat. Hier ein paar Grafikpacks. Die haben ein Glück Shader drin, von daher passt das ja. So, also, eine neue Verzauberung. Auch vorhin habe ich hier die Welt gestartet und wunderte mich, hä, bin ich hier in der richtigen Welt, weil ich irgendwie die Welt neu angefangen habe. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich mit meinem anderen Account online war. Damals hatte ich noch keine zwei Minecraft-Accounts, wo wir hier gezockt haben. Selbst bei den letzten zwei Parts, glaube ich, nicht mal. Ich muss doch hier irgendwo eine Werkbank haben. Oder? Ich hab doch hier eine Werkbank, oder? Nee? Bin ich so unvorbereitet hier? Was ist denn das hier für eine Organisation? Keine Werkbank am Start. Setzen wir mal hier eine hin. So. Wir haben ein bisschen Eichenholz gesammelt. Das heißt, wir können daraus dann jetzt die Stufen machen. Inzwischen habe ich auch so ein kleineres Interface. Habe ich mir ja reingemacht, kennt man aus meinen anderen Minecraft-Minigames vor allem. Aber es ist sehr, sehr schön, mal wieder normal Minecraft zu zocken, ganz alleine, ganz in Ruhe, über Themen zu sprechen, einfach drauf loszubauen.
Das hat mir echt gefehlt. Ich hatte auch schon Minecraft wirklich lange Zeit angedacht, weiterzumachen. Zum Beispiel die letzten zwei Folgen habe ich ja im Oktober aufgenommen. Da hatte ich ja schon angesprochen, Minecraft wird bald weitergehen. Na, war dann letztendlich Pustekuchen. Aber egal. So, wundert euch nicht, nach jedem Part kann so ein Schnitt kommen. Ich mache das ja bei Minecraft immer so, dass ich dann einfach später schneide. Sollte man von mir jetzt nicht mehr so kennen. So, das Schiff sieht momentan so aus. Oder das Boot. Soll ja ein kleineres Boot werden. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Aber so schlecht sieht das jetzt nicht aus. Gerade wenn man bedenkt, dass es dann später unter Wasser weitergeht. Man könnte theoretisch. Wohl, verbindet sich das dann? Könnte theoretisch mit der Skisimmer hier noch weiterarbeiten, aber ich weiß nicht, ob sich das dann später verbindet. Wir wollen ja damit auch herumfahren. Kurz nochmal schauen. Kann man dann hier auch unten was machen? Ja, hier als kleinen Lagerraum kann man ja hier eine kleine Treppe reinbauen. So, ja, lass mal Jetpack jetzt hier an. Da brauche ich aber ein paar Treppen zu. Am besten auch aus Eichenholz. Ach, wir haben wir sogar schon. Wir haben schon welche, okay. So. Machen wir mal hier eins. Ups. Dann blendet auch. So, ein Problem. Das kann ich ganz einfach lösen, indem wir uns mal ein bisschen zum Huhn zum Beispiel machen. Kann ich mich hier unten auch nochmal ran. Es blendet zwar die Sonne jetzt extremst, aber ist ja nur kurz. Morphbot benutze ich ja nicht so häufig. Sammeln wir hier noch alles. Wir haben so noch Tom. War ja damals mal Gast. Von ihm habe ich schon länger wieder nichts gehört. Sonst. Ja, lauter Mobs. Das könnte Jonas sein. Nur hat kein Skin mehr, weil sich der Name wahrscheinlich geändert. Ja, Petrifizpector. Er hat ja seinen Minecraft-Namen ja schon längst geändert. Beim letzten Mal hatten wir wahrscheinlich noch Mario da. Das war ja sein ursprünglicher Skin. War ja auch mal bei uns Gast. Vielleicht hat er Lust, auch mal wieder vorbeizuschauen, dann dementsprechend. Muss ich ihn mal fragen. So, haben wir jetzt hier etwas Kleines. Wir bräuchten. Ist das so ein Schiff, was schon so einen Mast hat? Würde eher weniger sagen, also würde ich ja mal nicht sagen. Da bräuchten wir mal auch meine Playlist ist durch. Lol. Paar Zäune. Ich weiß nicht, was ich mir für Gedanken gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich Fichtenholz mit dabei. Können wir gleich das Fichtenholz mal Zaun verwenden? Gab es da schon die verschiedenen Zäune überhaupt? Möchte mal kurz. Es gab nur Eichenholzzäune. In dieser Minecraft-Version. Ach du heilige Scheiße. Haben wir per Mod irgendwie Fichtenholzzäune? Oakwood? Irgendwie was? Nee. Fichtenholz. Leider nein. Shit. Könnte ich natürlich per Mod nachrüsten. Aber trotzdem. Wollte jetzt so einen schönen Fichtenholzzaun machen. Ich weiß halt nicht, ob, wenn ich da mit der Schießemod arbeite, ob das. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass das nicht funktioniert. Daher will ich da kein Risiko eingehen. Weil ich möchte, dass es trotzdem gut aussieht. Was haben wir noch? Irgendwelche anderen Zaunarten? Schauen wir mal. Zäune haben wir. Aha, toll. Wir hätten hier noch Eisenzaun. Und ein Skelett, was uns angreift. Aber hier müssen wir aufpassen wegen Creeper. Können natürlich hier ausbauen. So. Oh. Oder jetzt hier mal Englisch Fans. Da hätten wir Zauntore in verschiedenen Farben. Das ist auch das neue Rezept. Aber leider keine normalen Zäune. Ich schaue hier nochmal durch. Nix da. Okay. Zaun.
Ist doof. Ich hab's überlegt, vielleicht macht man hier sowas, aber ist auch doof. Und meine Hand leuchtet so ein bisschen. Oh, wir haben jetzt hier viel einen viel größeren Überblick, das finde ich cool. Da wir das Interface jetzt kleiner haben. Ich habe mich jetzt auch daran schon gewöhnt. Ist vielleicht auch fürs SP besser, keine Ahnung. Sonst hätte ich vielleicht einen anderen Boden genommen und dann halt Eichenholzzaun dahin. Das habe ich vorher nicht gewusst, glaube ich. Weiß ich nicht. Zu lange her. Viel zu lange her. Ja gut. Dann. Eisenzaun macht auch keinen Sinn. Vielleicht einfach mal austesten. Keine Ahnung. Wartet mal. Ich brauche noch mal ein bisschen Eichenholz. Ein Glück habe ich ja was gepflanzt. Also von daher kann ich rausgehen. Mal ein bisschen. Oh, es ist nichts gewachsen, wie ich das hasse. Wie ich das hasse, und es ist sowieso erstmal Nacht geworden. Gehen wir erstmal kurz schlafen wieder. Da muss ich mich jetzt auch erstmal wieder dran gewöhnen. Hier mit dem. Ich schieße, sondern. Ah, Microblocks, so hieß die Mod, genau. Damit wollten wir was machen. Oh, wisst ihr noch damals? Hier in der Küche bei uns. Wie da so ein Feueroger reinspaziert ist. Da haben wir gerade die Feuermelder frisch installiert. Und dann plötzlich geht der Feuermelder. Ich dachte, hä, wollt ihr mich verarschen? Ja. Wisst ihr das noch? Ist halt schon ewig her. Puh, es ist ganz schön warm. Ich mach mal hier ein bisschen Fenster auf. Ist halt gerade Sommer. So. Dann gehen wir nochmal auf ein neues hin. Jetzt mal ein bisschen mit mehr Licht. Vielleicht können wir dann das auch besser überblicken. So, schauen, ob hier kein Creeper oder so ist. So, man muss das ja von weiter oben betrachten. Da sieht es einfach nur schrecklich aus. So, Eichenholz. Das kann man so an holzmäßig irgendwie hier verarbeiten. Es gibt halt diese kleinen Dinger, das ist ja hier Microblocks. Und sonst. So, wir gehen erstmal kurz rüber hin und schauen mal, dass wir hier vielleicht noch mal ein paar Bäume hinkriegen. Haben wir noch mal ein paar Knochen? Ne, habe ich hier zufällig? Hier, da ist nichts an Knochen, nichts an Knochen. Und hier habe ich noch einen Rucksack. Der ist aber leer. Ja, toll. Bringt mir jetzt sehr, sehr viel. Ach, und oben kann man ja jetzt auch ansehen, ja stimmt, was wir hier für einen Block anschauen. Ist für mich wie eine neue Entdeckung. Und dementsprechend habe ich wieder viel mehr Power. Ich habe ja, Creeper! Nein! Creeper müssen weg. Die Creeper müssen ganz schnell weg. Dann Nummer 1. Okay, sind weg. Scheiße, ey. Boah, nee. Diese Blöcke sind wertvoll. Mann. Das ist jetzt natürlich ein Loch. So. Machen wir es jetzt einfach hier mal mit Eichenholzzäune, ja. So, hier war noch irgendwo ein Zombie. Ich sehe ihn jetzt nicht. Stell mich mal so hin. Dass ich die auf jeden Fall sehe. Wenn hier ein Zombie antanzt. Da ist doch einer. So, schnell hier hoch. Auf jeden Fall. Ich hier einen Zaun umsetzen. Es ist nicht das schönste Boot.
Sind natürlich auch. Nee, Steinzaun macht überhaupt keinen Sinn. Steinzaun macht noch weniger Sinn. So, ich brauche noch mal ein paar mehr Zäune. Ja, komm hier mal her. Das war noch ein. Gut. Ich dachte, da hinten ist schon Creeper. Ich krieg hier schon Wahnvorstellungen hier. So. Hier in der Ecke muss noch einer hin. Dort vorne wollte ich mal freilassen. Generell werde ich mich dann in Zukunft natürlich auch jetzt erstmal um andere Projekte kümmern. Auch ein Zaun fehlt mir, ist das euer Ernst? Habe ich noch? Ja, das passt, das passt. Sehr schön. Um andere Projekte kümmern, worauf ich halt selber auch Bock habe. Weil hier beim Schiffsbau, die Pläne, die ich am Anfang hier hatte, als ich das Schiff hier angefangen habe, sind natürlich nicht mehr in meinem Kopf. Ich werde jetzt hier ein kleines Schiff haben, was wir dann auch benutzen können. Was wir vielleicht auch in unser Hafen reinfahren können. Wir haben ja einen Hafen. Und ja. Da schauen wir mal kurz, was wir da für Teile brauchen. Et Archimedes. So. Chipshelm brauchen wir auf jeden Fall. Da brauchen wir eine Eisenbahn. 4 Dinger. Ah, okay. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Haben wir Eisen dabei? Jo.